Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 12 von Shapes.io. Der Mordrak hatte mir geschrieben, beziehungsweise gar nicht geschrieben, er hat mir sogar ein Video gemacht und hat mir gezeigt, wie ich hier bauen muss, damit das hier alles so richtig funktioniert. Ne? Und Extraktorkette habe ich als erstes gelernt. Ja, die funktioniert ganz anders, wie ich das bisher hatte. Gut, dann werden wir das mal im Anschluss nach dem Intro dann mal schauen, dass ich dann irgendwie diese Kette bauen kann, die er da gezeigt hat. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wir werden sehen. Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Ne? Hier ist ja das, was ich zuletzt gebaut habe. Das war jetzt ja erstmal nicht erfolgreich, will ich aber jetzt auch gar nicht weitermachen. Ich hatte rote Farbe mit dieser Windmühle. Jetzt müssen wir mal gucken, wo diese Windmühlenteile sind, die dann zerschnitten werden. Hier ist ein Windmühlenteil, da ist rote Farbe, das soll doch genau das sein, was wir brauchen. So, der Mordrak hat jetzt definitiv diese Teile hier so gesetzt, dass er hier... Okay, man sollte dann auch die Shift-Taste drücken wahrscheinlich, oder war es die Steuerungstaste, ich weiß nicht. Es war die Shift-Taste. Ich glaube, er hat 5 genommen, ne? Hat 2 Bänder voll gemacht, geht das so? Geht wohl so, ne? Das weg, dann hat er hier rote Farbe geholt, hat das alles in eine Richtung geführt. Ich mache das jetzt mal nach da. Und mache jetzt hier nochmal. Ja, hat gut geklappt, können wir alle wegmachen, habe ich wieder falsch rum gemacht, die muss man dann drehen, ne? So, 2, 4, ich glaube 5, so. Hat er dann auch das Band da rausgeholt? Hat er sich immer hierhin geholt? Das machen wir mal auch. Dann hat er angefangen zu bauen. Das müssen wir zerschnippeln. Er hat 5 Schneider gehabt. Und zwar hat er das. Hat er das so gemacht? Ich glaube, er hat es so gemacht. Es ist zu schwer für mich, oder wie soll ich das sagen? Ich mach mal einen da erstmal hin. Dann hat er den mit diesem Teiler erstmal gemacht, genau. War das so? Ja, das war so. Und ich glaube, er hat es hier gemacht, ne? Ein so. Ich glaube, er hat 5 Stück gemacht. Ein neues Upgrade ist verfügbar. Okay. Und dann hat er den Cutter nochmal gehabt. Ich glaube, es war so. So war das, genau. Und auf der anderen Seite hat er Mülleimer gebaut. Diese Teile brauchen wir ja nicht. So war das. Und hat dann wieder zusammengeführt auf ein Band, so glaube ich. Gut. Und zwar Förderband so da reingemacht und die alle verbunden. So, Teile kommen passend raus. Dann hat Mordrak das kopiert. Ja, kopieren. Wie war kopieren? Gute Frage, ne? Ich glaube, das wegmachen. Bereich markieren. Ja, da sind wir schon an dem Punkt, dass ich schon nicht mehr... Nee. Ja. Oh, jetzt bin ich zum Hub gegangen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht zum Hub gehen. Ich wollte eigentlich da jetzt gerade hinschreiben, wie das geht. Bereich markieren ist Steuerung und linke Maustaste. Also so.
Das würde bedeuten, ich muss das hier markieren. Und dann mit C kopieren. Passt. Und jetzt muss das Ganze hier nochmal hin. Genau so. Und dann muss das Förderband verlängert werden. Und ja, das Ganze hier auch nochmal verlängern. Und hier muss jetzt noch ein Dreher rein oder Zweier. Jetzt kommen unsere Windmühlen passend da an. Genau. So haben wir schon mal das richtig gemacht. Auch hier unten war rot, ne? Jetzt haben wir das Rot aber hier oben, das ist ja nicht schlimm. So, jetzt müssen wir die zusammenbauen. Und das war wie? Wir brauchen mehrere auf jeden Fall. Das sind diese Stapeleinheiten. Und er hat, glaube ich, 10 Stück davon gemacht. Und der Abstand. Ja, gute Frage, ne? Ich glaube, hier könnte es gut sein. Und ich meine, er hat einen Abstand von 2 gewählt. Weißt du was? Wir machen das mal gerade erstmal mit einem hier. Achso, da hat er diese Teile ja auch noch genommen. Die dann so aussehen. War das so? Ich glaube ja. Ich glaube, er hat hier eingesetzt und da eingesetzt. Hat das dann so gemacht. Und das so gemacht. Und dieses Band geht da rein und dieses geht da rein. Ich glaube, so war das richtig. Und dann hat der... Ah, ja, ja, ich glaube, das passt so. Aber ich glaube, der Mordor, das muss ich jetzt mit WASD weiter nach da. Ich glaube, er hat 10 gemacht. Die Stapeleinheiten wieder hierher holen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Nummer. Weiß ich nicht, was er für eine Taste gedrückt hat, um das hier wieder aufzunehmen. Damit geht's weg. Muss er mir nochmal schreiben. Ich glaube, so ist das richtig erstmal. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Der kann weg. Der passt. Der passt. Der passt. Dieser muss da auch so dran. So haben wir es richtig und jetzt kommt der Tunnel noch ins Spiel. Den müssen wir so drehen. Sieht gut aus, oder? Ist das so richtig? Ich glaube schon, ne? Förderband ist dann gemacht. Das machen wir jetzt so. Passt. Und jetzt einfach so. Ja, sieht so aus, als ob das Förderband voll ist. Wir führen das natürlich wieder weiter.
Und müssen dann hier noch färben. So, wie war das mit dem Färben? Das sind diese Dinger. Nee, das ist nicht färben. Quatsch, das ist färben. Jetzt war das so, dass der gedreht war. Der Hub war oben, glaube ich, ne? Die Färbeeinheit kommt von links, ja. Ich glaube so. Ich bastel den mal dahin. Und das war wieder dieser hier. So muss das, glaube ich, sein. Der da, der da. Ich glaube, da mussten immer drei dazwischen Platz haben, ne? Ah, der war schon mal falsch. Nochmal das Ganze. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das hier waren. Man hat auch Zähne. Wir wissen es noch nicht, ne? Der Mordrak hatte mir auch geschrieben, dass er hier mit dem Tunnel kann man so einfach durchmachen, meinte er. Aber so wie es aussieht, war das nicht so. Also ist das schon so, wie ich hier sehe, ist es richtig, aber da habe ich was falsch gemacht, ne? So, und diese Teile. Ne, wir müssen erstmal hier noch weitermachen. Da muss noch ein Maler hin. So, und diese Teile müssen jetzt hier irgendwie hin. Glaube so, ne? So passt es erstmal. Die sind alle angeschlossen, kriegen das, aber hier ist noch nicht passend, ne? Hier muss noch mal der Tunnel dran, ne? Aber der muss noch mal weg. Geht das so? Nee, wohl nicht. Oder ich drücke eine falsche Taste, könnte natürlich auch sein. So, jetzt ist das erstmal richtig. Jetzt brauchen wir den hier. Und dann den hier. Hier machen wir gerade hier Mülleimer hin, weil das hat der Mordrak auch gemacht und das ist ein volles Band wieder. Dann haben wir alles richtig, glaube ich, gemacht. Kann das sein? Nee, da fehlt einer. Da fehlen mehrere. Okay, dann würde das bedeuten, dass wir hier wahrscheinlich nicht 2, 4, 5, 6, sondern auch 10 hatten oder sowas. Ja, Shift-Taste sollte man drücken, dann geht das auch. Das waren 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir erstmal 10. Die. Passt. Der. Passt. Fließband einfach geradeaus. Kann auch ein bisschen weiter sein. Passt. Passt. Tunnel. Passt. Ja. Der wieder.
Wo muss der sitzen da? Passt. Passt, oder? Testen wir den Mülleimer dahinter. Fließband voll oder nicht voll? Fließband läuft und ist, glaube ich, voll. So, jetzt haben wir es mal richtig gemacht, ne? Das war das, was der Mordrak mir gezeigt hat. Und ich glaube, ich habe es soweit verstanden. Vielleicht ist hier einer zu viel oder zu wenig. Ich weiß es nicht. Aber das funktioniert jetzt erstmal so, wie es funktionieren soll. Haben wir das geschafft, oder? So, jetzt müssen wir nur noch den Hub suchen, finden. Und da oben ist er ja schon, ne? Das bedeutet, hier machen wir mal gerade einen Tunnel hin. Naja, gut, das war jetzt gerade nicht so toll. Das geht schon. Jetzt gehen wir nach unten. Ja, ich weiß gar nicht, wo das jetzt war, ne? Wo ist mein Hub, mein Bauwerk? Ah, okay, passt. Kommen wir ungefähr hin. So, den mal weg. Oh, da war eine Lücke. Da war eine Lücke. Okay. Wir sollten vielleicht doch das anders machen. Warum war da jetzt eine Lücke? War bestimmt reiner Zufall, dass er nur eine Lücke war, oder? Und dann müsste man gucken, woran es lag. Jetzt produzieren wir erstmal von denen hier genügend. 3,8. So, das ist das volle Band. Dann können wir da noch ein zweites hinbauen, ne? Okay, aber ich sag mal, das Duplizieren, das ist ja jetzt ziemlich einfach. Wir brauchen ja nur diese Bauwerke hier, die wir hier gemacht haben. Das müssen wir ja nur noch mal verdoppeln. Und wenn wir das verdoppelt haben, dann hier ist noch so ein Teil, das ist ja auch mal cool. Ne, das ist gar nicht die Windmühle, das ist ja ein Stern, okay. Dann würde das auch funktionieren. Das kriegen wir auf jeden Fall dann hin, ne? Was sagt der Hub? Okay, der macht so einen Teil da noch. Aber wir haben erstmal dieses Teil hier unten. Da laufen sie jetzt hier so rein. 36, 37. Aber das müssen wir dann noch steigern. Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Und falls ihr... ja, jetzt bin ich aus dem Konzept, ne? Genau, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und warum ich aus dem Konzept war, war das, dass ich mich bei Mordrak bedanken wollte für die Bauweise, dass ich das mal gesehen habe. Und das ist ja echt richtig cool. Das müssen wir dann mal schauen, dass das richtig hinkommt. Ich sehe gerade, unser Band ist hier schlecht angeschlossen. Das ändern wir gerade aber noch, ne? So, dann sollte das besser laufen. Dann kommen die auch schneller rein, weil die hier ja schon auf dem vollen Band sind. Und jetzt... sollte das schwungvoller da reingehen, ne? Ja, schau an, wie es hochzählt. Jetzt ist es erst richtig. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Ciao.